Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute ein neues Kapitel beginnen, und zwar wollen wir in Technologie und Planung in den nächsten Monaten vor allem über Betriebssysteme reden. Gell? Also Betriebssysteme einmal ja, definieren, schauen, was Betriebssysteme sind, wo man sie verwendet, woher sie kommen, wie man sie einsetzt. Gell? Und dann zweitens wollen wir etwas über die ja, Architektur, den Aufbau von Betriebssystemen sehen und wie man mit den Betriebssystemen programmtechnisch etwas machen kann. Gell? Also Betriebssysteme bieten sehr viel und mit Betriebssystemen kann man hier einiges eben ausprobieren. Gell? Ja, heute schauen wir mal. Also wir haben hier sehr viel über Betriebssysteme, deshalb haben wir das nicht einfach nur dort unter Fernunterricht untergebracht, sondern weiter unten gibt es einen eigenen Abschnitt über Betriebssysteme. Gell? So, also zuerst Betriebssysteme. Wir wollen heute mal schauen, Betriebssysteme definieren. Gell? Also im Deutschen sprechen wir meistens über Betriebssysteme, Sistemi Operativi auf Italienisch oder Operating Systems. Gell? Und der Begriff Operating System oder OS treffen wir sowohl im deutschen Sprachraum oft an als auch im italienischen. Versuchen wir das mal zu definieren, Betriebssysteme. Hier hört man alle möglichen Definitionen. Gell? Auch solche, die mir nicht gefallen. Und deshalb wollen wir das heute mal etwas definieren und abgrenzen, was ein Betriebssystem ist und was kein Betriebssystem ist. Gell? So, zuerst mal definitiv, ein Betriebssystem besteht aus Software. Gell? Also Betriebssystem, das ist nicht Hardware, sondern das ist Software. Und jo, mit dieser Software, gell, wollen wir arbeiten und die wollen wir charakterisieren. Erste Eigenschaft dieser Software ist auf jeden Fall mal hardwarenahe, gell. Also das Betriebssystem ist jener Teil der Software im Computersystem, die der Hardware am nächsten ist, gell. Und ja, also ist hardwarenahe Software, gell. Also oder oft sagt man auch Systemsoftware, gell. Und was macht das Betriebssystem? Was ist denn seine Aufgabe? Gell? Und das Betriebssystem verwaltet die Ressourcen des Systems. Und unter den Ressourcen des Systems meinen wir logische Ressourcen. Gell? Also hier werden ja zum Beispiel Dateien, gell? Also das ist also ein sehr berühmtes Beispiel. Dateien werden im Dateisystem vom Betriebssystem verwaltet. Gell? Also die Datei braucht aber auch ein Speichermedium. Und auch das Speichermedium wird vom Betriebssystem verwaltet. Gell? Also die Hardware, gell? Aber aufbauend darauf auch logische Dinge, wie eben zum Beispiel das Konzept der Datei. Gell? So, oder etwas, was wir heute haben. Das Netz ist überall. Gell? Und das Netz ist also ein Teil unserer Computersysteme, die dann auch vom Betriebssystem verwaltet werden müssen. Gell? So, aber für wen verwalten wir diese Ressourcen? Und hier muss man aufpassen, wir verwalten diese Ressourcen für die Anwendungen. Gell? Also für die Programme, die auf dem System laufen. Gell? Und das ist wichtig, gell? Also das Betriebssystem, gell, verwaltet Ressourcen, vor allem Richtung Hardware und so. Und für wen? Für die Programme, die also auf unserem System laufen, gell? Ja, wenn wir das so ein bisschen anschauen, gell, dann haben wir hier einen, das ist der Professor Tannenbaum, gell, an der Universität Amsterdam. Das ist so etwas wie ein Betriebssystemgott, gell? Also der hat sehr, sehr ja, viel gelehrt und viel geschrieben, gell, und auch entwickelt. Und er grenzt also den Begriff des Betriebssystems sehr ein und lässt sehr viel weg, was man eigentlich gemeinhin oft als Teil des Betriebssystems sieht. Und zwar sagt er, gell, also Editoren, Compiler, Assembler, Linker, gell, und Kommandointerpreter sogar, also Befehlszeilen sind definitiv nicht Teil des Betriebssystems, gell, auch wenn sie bedeutsam und nützlich sind, gell. Also er sagt also ganz streng
zum Betriebssystem gehören also viele Dinge nicht dazu, die mit einem Betriebssystem ausgeliefert werden. Gell? Also wir sehen hier sehr eindeutig, er spricht hier eigentlich so von einem Unix-System, gell? Mit Editoren, Compiler, Assembler, was man halt so alles mitbekommt. Gell? Und, oder auch bei einem Betriebssystem mit GUI, gell, oder ein Betriebssystem für ein mobiles Gerät, gell, das sind Dinge dabei, wie zum Beispiel die Oberfläche, gell, die wir hier streicheln können, gell, und das ist nicht Teil des Betriebssystems, sagt er, gell, sondern streng genommen sagt er, nur der Kernel ist Teil des Betriebssystems. Alles andere rundherum, gell, also die Befehlszeilen, die wir benutzen können, um irgendetwas dann irgendetwas zu machen, irgendetwas einzugeben oder so, gell? Das ist nicht Teil des Betriebssystems, sagt er, gell? Er sagt zwar, das ist nützlich, brauchbar, gell? Man könnte auch sagen, das ist eine Shell, ist systemnahe Software, gell? Oder ein Dateimanager, gell? Also unter Microsoft, gell, nimmt der Dateimanager ja eine sehr zentrale Rolle ein, gell? Also der Dateimanager, gell, der ist nicht Teil des Betriebssystems, gell? Okay, also wenn wir das so haben, gell, dann ist ein solcher Dateimanager zwar sehr fein, gell, aber er ist nicht Teil des Betriebssystems, gell? Also hier ist man bei Microsoft auch sehr weit gegangen und gerade seit den 90er Jahren hat man hier Dateimanager eingeführt, so der Windows Explorer, gell, und ist ein feiner Dateimanager, gell, und so das zentrale Element, um mit Microsoft Windows zu arbeiten, gell, oder Tannenbaum schüttelt den Kopf und sagt, nein, ist nicht Teil des Betriebssystems, gell. Das ist auch ganz weit gegangen, also was ist Teil und was ist nicht Teil des Betriebssystems, da hat die Microsoft damit auch begonnen, in den 90er Jahren, also lange ist her, den Microsoft Internet Explorer mit dem Betriebssystem auszuliefern, gell? Einen Browser. Und bis dahin ist so gewesen, dass ein Browser ein unabhängiges Programm war. Kein Betriebssystem hat einen Browser standardmäßig mit ausgeliefert. Gell? Und dann hat sich auch ein Markt eröffnet in den 90er Jahren. Gell? Da ist dann ein Betrieb gewesen. Das war so richtige, so New Economy. Gell? Also der Netscape hat das geheißen. Die haben Browser entwickelt und verkauft. Gell? Also den Netscape Browser, gell? Und dann ist Internet Explorer mit Microsoft gratis verteilt worden, gell? Da ist der Markt des Browsers zusammengebrochen, gell? Und das war als damals so der Auslöser auch eines ersten abmahnenden Prozesses, gell? Da hat es in der EU den EU-Wettbewerbskommissar gegeben, gell? Mario Monti hat das geheißen, gell? Mario Monti ist dann bekannt, gell? Also er ist dann später dann auch mal Ministerpräsident geworden, gell? Und hat uns in Italien einer richtigen Rosskur unterworfen, gell? Und der Mario Monti, der hat damals, gell, bei der Auslieferung dieses Internet Explorers durch die Microsoft, gell, der überhaupt nicht gut reagiert, gell, und ja, der hat auf die Microsoft auch überhaupt nicht immer gut reagiert, gell, und hat sie dann auch richtig durchgeschüttelt, gell, also also was Teil eines Betriebssystems so ist oder nicht, gell, also streng genommen sagt der Herr Tannenbaum, nur der Kernel, gell, also nur der innerste Teil dieser Ressourcenverwaltung im System und alles, was rundherum ist, ist halt irgendwie zusammengebaut, gell, und ja, bei Windows hat man da nicht so viel Freiheit, gell? Hier wird das alles gemeinsam ausgeliefert, gell? Und bei zum Beispiel in der Linux-Welt hat man hier mehr Freiheiten, dann gibt es den Linux-Kernel und dann werden verschiedene Distributionen zusammengebaut, gell? So wie Debian oder Ubuntu oder SUSE oder Red Hat, gell, oder Mandriva und so weiter, gell, also Mint und, gell, und hier kann man dazwischen wählen, obwohl der Kernel oft eine gemeinsame Softwarebasis hat und das ist der eigentliche Teil, der das Betriebssystem ist und nicht alles, was rundherum ist, gell. Ja, hier haben wir ein paar Links, gell, also Wikipedia-Artikel, wie so oft,
sehr, sehr praktisch, gell? Und wir sehen hier eine Grafik, gell? Über das werden wir dann nochmal ein bisschen reden müssen, gell? Also die Hardware, darüber liegt das Betriebssystem und dann kommen die Anwendungen, gell? Und das Betriebssystem verwaltet also die Ressourcen für die Anwendungen, gell? Ja, also, dann haben wir hier ein Skript, gell? Und zwar der Herr Professor Plate, gell, Jürgen Plate, gell, Professor in München, hat sehr viel veröffentlicht, gell, unter anderem auch ein Skript, gell, also für die Fachhochschule in München, gell, und er findet hier wirklich einen guten Kompromiss zwischen all dem, was man über Betriebssysteme vorstellen soll und muss, um also ein Verständnis für Betriebssysteme zu erlangen, gell. Ja, es hat sehr viel geschrieben, gell? Und wenn man hier auf seine Seite geht, gell? Also zur Netzmafia, gell? Dann findet man, was der Herr Professor alles zur Verfügung gestellt hat, gell? Und hier sind also Bücher, gell? Und seine Skripten, gell? Und hier ist sehr, sehr viel, was man eben finden kann, was für uns praktisch ist, gell? So, und dann Kernel.org. Kernel.org ist die Seite der Linux-Kernels, gell? Und hier kann man also einen Kernel herunterladen. Und das ist jetzt eigentlich das, was man Linux nennen kann, gell? Das, was wir als Linux sehen, gell? Das heißt, der Kernel plus andere Software, gell? Sollten wir eigentlich GNU Linux nennen, um es streng davon zu trennen, was der Kernel eben ist, gell? Ja. Und ja, hier drinnen ist dieser Linux-Kernel. Schauen wir mal, ob wir da schauen. Also, okay. Noch ein bisschen größer. Und ja, nehmen wir die 5er-Serie zum Beispiel, gell? Und hier könnte man also Changelog, nicht Changelog interessiert uns, sondern ein Kernel. Könnte man also hergehen und einen Kernel mitnehmen, gell? Ja. Also, und das wäre dann das eigentliche Betriebssystem in unserem Linux-System, gell? Den könnte man dann selbst kompilieren, anpassen, wie wir wollten, optimieren, könnte man ihnen Dinge beibringen, die er vielleicht von Haus aus nicht kann, gell? Ja, wo finden wir Betriebssysteme? So, jetzt wird es interessant, gell? Also wo finden wir überall Betriebssysteme? Die finden wir an sehr vielen Orten und ein paar haben wir eben aufgezählt, gell? Und zwar müssen wir auch sagen, es gibt Rechnersysteme ohne Betriebssystem, das gibt es auch, gell? Und wenn ihr jetzt an Systeme denkt, als wir den Z80 betrachtet haben, haben wir ein System gesehen, das hat kein echtes Betriebssystem, gell? Also da haben wir diesen Emulator gehabt, wir haben ein assembliertes Programm geladen, gell? Und dann haben wir es laufen gehabt. Und dieses geladen ist vielleicht das, was man im weitesten Sinn als Betriebssystem bezeichnen kann, gell? Also wir haben auch ja, solche Mikrocontroller-Systeme im Labor, gell? Und wenn man die für die Arbeit vorbereitet, muss man einen Loader in den Speicher eben laden und dann kann man Programme einmal laden, gell? Und damit arbeitet dann dieses Mikrocontroller-System und das ist kein richtiges Betriebssystem, gell? Weil die Kontrolle hat nicht ein Betriebssystem, sondern einfach nur das Programm, das jemand entwickelt hat, gell? Und vor allem zur Anfangszeit war es so, dass man auch kein richtiges Betriebssystem im heutigen Sinn gehabt hat, gell? Sondern erst eigentlich ab den 50er Jahren irgendwann kommen wir zu einem einfachen Betriebssystem mit einem Loader, der also hintereinander Programme laden kann und in Ausführung bringen kann, gell? Also ganz am Anfang in den 40er Jahren hat man nichts gehabt, was also mit einem ja, Betriebssystem vergleichbar ist, wie wir es heute haben, gell? Gell? Ja, und wenn wir jetzt da mal schauen, die Betriebssysteme hängen sehr stark von den Geräten ab, auf denen wir sie laufen lassen wollen, gell?
wenn wir mal bei großen beginnen, gell, also wir haben das, was man einen Großrechenrauch nennt, gell, und das sind also ja voluminöse Rechner, gell, also auch früher hat man solche Dinge gehabt, gell, groß waren sie, teuer waren sie, gell, und im Vergleich zu heute, gell, haben sie nicht so viel geleistet, gell, aber wenn wir heute von Großrechner sprechen, gell, dann haben wir wirklich sehr große Rechner und sehr leistungsstarke Rechner, gell. Und die haben auch oft spezielle eigene Betriebssysteme gehabt oder haben auch heute noch spezielle angepasste Betriebssysteme, gell. Und etwas anderes, das sind die Server, gell, und Server, ja, die sind nicht für den Benutzer gedacht, sondern die erledigen Aufgaben, gell? Zum Beispiel Dateien speichern, gell? Oder Drucker bedienen, gell? Also das wären dann File- oder Print-Server, gell? Oder Server, die dann auch im Internet Dienste anbieten, gell? Also so Mail-Server, Web-Server und, gell? Also das sind, und hier vermischt man auch den Begriff des Servers als Gerät, gell? Oder des Servers als Dienst, gell? Also, und ja, und das sind dann eben die Server, gell, und da spricht man dann eben auch von ja, geteilten Server, shared oder dedizierten Server, gell, also für den Serverbetrieb abgestellte Server oder virtuelle Server, gell, also das, was wir auch schon benutzt haben, wir haben mit VirtualBox eine virtuelle Maschine eingerichtet, gell, und das wird im Serverbereich sehr, sehr gerne gemacht, gell. Mhm. Ja, hier sieht man etwas, gell, also einen Teil der Serverfarben, gell, von Wikimedia, wo also das Wikipedia dann läuft, gell, also das ist dann eine große Sache, gell, weil dieses, ja, das ist ein großer Dienst, eine große Seite, wenn wir so wollen, gell, und hier haben wir nicht einen Server, sondern wir haben viele Server, die hier die Benutzer abfragen, behandeln, gell, mhm. Ja, das ist ein sehr großes Foto, es dauert eine Weile, bis es offen ist, gell? So, okay. Ja, und bei diesen Großrechnern, gell, und Server, da gehen wir nicht her und installieren dann, und so Windows 10 oder so, gell? Windows 10 ist nicht gedacht, um einen Server zu bedienen, gell? Hier brauchen wir eigene Betriebssysteme, gell? Und diese eigenen Betriebssysteme, gell, sind zum Beispiel, ja, ein Beispiel ZOS, gell, das ist ein Betriebssystem für große IBM-Systeme, gell, also da haben wir dann, so, ja, schauen wir mal, ob wir auch einen finden, gell, hier haben wir keinen, ah, dann gehen wir einen suchen, gell, also, hier reden sie immer nur über Betriebssystem ZOS, gehen wir IBM Z Server reingeben, gell? Mhm. Und ja, hier kommen sie alle, gell? Also, und ja, so sind sie da, gell? Okay, so, ja, zwar mobil, gell? Aber nicht mobil im Hosentaschenformat, sondern mobil im LKW-Format, gell? Also man kann sie in eine Schachtel geben, gell? Mit einem Gabelstapler dann transportieren und irgendwo hinbringen, gell? Ja, das sind große, große Systeme, gell? Also, aber die kann man kaufen, gell? Also, die gibt's, gell? Mhm. Und ja, da gibt es eigene Betriebssysteme, da hat man nicht irgendwie so Windows laufen oder so, gell? Mhm. Gell, aber es gibt dann auch PC-Server, gell, also die nichts anderes sind als ein etwas aufgemöbelter PC, wo vielleicht keine Grafikeinheit drinnen ist, die mehr kann, wo man ja vielleicht auch über eine VGA oder so einen Monitor anschließen kann, aber es geht nicht darum, irgendwo 3D-Grafik zu machen, sondern einfach nur eine kleine Schnittstelle, Benutzerschnittstelle herzustellen, gell? Und ja, hier haben wir mehrere Dinge, gell? Also es gibt zum Beispiel auch von Microsoft Serversysteme, gell? Spezielle Serversysteme, ja, die ersten waren das NT, Microsoft, gell? Also ja, New Technology, gell? Jemand hat auch gesagt, Neandertaler Technology, gell? Also böse Zungen gibt es, gell? Also, das war
vor fast 30 Jahren, gell, die erste Generation eines Microsoft-Systems, das kernelbasiert war und das sowohl für den Desktop als auch für den Serverbetrieb gedacht war. Gell? Also da gab es den NT-Server und ja, das ist fast 30 Jahre her. Gell? Und ja, das war noch eben eine hybride Lösung für Desktop und Server. Gell? Später hat man das sauber getrennt, gell? Also heute Windows 10 oder auch vorher Windows 8 oder Windows 7, Vista, XP, gell? Also das waren reine Desktop-Betriebssysteme, gell? Die wir alle auf unseren, ja, nicht alle, aber viele auf unseren Laptops haben oder so, gell? Und auf der anderen Seite gibt es die Microsoft Server Betriebssysteme, gell? Also da gibt es, ja, also sie nennen das ein Brand, eine Marke, gell? Unter Microsoft Server findet man Betriebssysteme, aber auch Dienste, gell? Und so war das eben das alte Windows NT, damit hat das Ganze begonnen, gell? Und NT4 war ein großer Schritt, gell? Also 1996, glaube ich, gell? Und dann Windows 2000 war die letzte hybride Lösung für Desktop und für Server, gell? Und Windows Server 2003 war also der erste reine Microsoft Server, gell? Also Betriebssystem für Microsoft Server. Und nach 2003 ist das immer weitergegangen und dann eben 2003, 8, 12, 16, jetzt 19, gell? Das sind also die Microsoft-Lösungen für PC-Server, gell? Und die finden wir zum Beispiel auch bei uns in der Schule, gell? Oder im Landesnetz gibt es die auch, gell? Bei der Provinz. Und ja, die lassen sich recht gut mit Microsoft-Clients integrieren, gell? Also das ist eigentlich dann der Grund, also warum man das auch einsetzt. Hingegen gibt es im Internet draußen, wo man dann Dienste im Internet anbieten, eher weniger Microsoft-Server. Dort findet man sehr viele Linux-Server. Gell? Und Linux-Server kann man auch im LAN anbieten, gell? Aber zum Beispiel diese Red Hat, Debian oder Ubuntu-Server, die finden wir häufig dann im Internet für irgendwelche, ja, Web-Server, Mail-Server und auch für andere Aufgaben. Gell? Mhm. Weil es hat da eine Zeit gegeben, die ist zu Ende gegangen, da hat es Novell Netware Server gegeben im LAN, gell? Vor allem im LAN. Gell? Und das waren also die ersten Serversysteme, die dann auch für die Microsoft DOS-Welt gedacht waren und die haben wirklich in den Betrieben eine sehr, sehr beherrschende Position gehabt, gell? Die waren sehr teuer. Also sehr teuer im Verhältnis zu den Desktop-Systemen, gell? Und naja, sie haben das Ganze dann auch irgendwo mal dann verkompliziert. Es war sehr mächtig und dann nicht mehr einfach zu verwalten und gleichzeitig teuer. Und dann ist das alles in Richtung Microsoft und so gegangen für das LAN, gell? Und ja, Novell Netware ist dann praktisch verschwunden. Ja, und was auch ganz interessant ist, gell, es gibt diese Top 500, gell, also diese Top 500, das ist diese Liste der 500 größten, schnellsten Computer auf der Welt, gell, und da gibt es dann auch immer, ja, die Möglichkeit nachzuschauen, welche Betriebssysteme da drauf laufen, gell, und wenn wir das mal anschauen, gell, auf Top 500, sagen sie, gell, alle Supercomputer dieser Liste werden mit Linux-Derivaten betrieben. Stand Sommer 2020. Gell? Ja, also, es ist schon interessant, gell, dass also hier kein anderes Unix-System, kein Microsoft-System, sondern eben ein Linux verwendet wird, um diese Systeme zu betreiben. Und es ist auch verständlich, gell, weil Linux ja ein freies Betriebssystem ist mit einer freien Lizenz. Man kann es anpassen, so wie man es braucht, gell? Und so kann man das dann eben gut für diese Rechnerknechte einsetzen, gell? Mhm. Ja. Also, es gibt aber nicht nur Großrechner. Also Großrechner gibt es wenig, gell? Aber es gibt schon relativ viele Server, gell? Also, aber wenn wir jetzt zum Beispiel unser schulisches Umfeld betrachten, gell? Also in der Schule gibt es 4, 5 reine Server, gell? Also PC-Server, nicht Großrechner, gell?
Und es gibt ein paar hundert PCs. Gell? Also das Verhältnis ist da, dass man so fast 1 zu 80, 1 zu 100, gell? Also man hat also wirklich sehr viele Client-Systeme auf relativ wenig Server-Systemen laufen. Gell? Und die Client-Systeme, die man heute einsetzt, gell, da spricht man dann kaum mehr von Workstation, man hat meistens Personalcomputer, gell? Also Workstation, gell, sind da eben auch so Arbeitsplatzrechner, gell, für die interaktive Arbeit irgendeines Benutzers, gell? Aber Workstation sind dann halt auch oft teuer gewesen, gell? Und die Personalcomputer, die anfänglich für den privaten Gebrauch gedacht waren, die sind in die Betriebe zurückgekommen und und hat man dann auch in den Betrieben heute für einen überschaubaren Betrag einen Arbeitsplatz eingerichtet. Und das Ganze hat begonnen und das war eben in den 70er Jahren, nachdem man den Mikroprozessor entwickelt hat, gell, hat man mit diesem Altair 8800 zum ersten Mal einen PC gehabt, gell, also das war so eine Bastlerkiste, gell, hat man einen Satz voll Bauteilen bekommen, musste das mal zusammenbauen und dann hat man einen Personalcomputer gehabt, gell? Also das war so der Anfang dessen, was eigentlich ein PC war, gell? Warum? Weil es günstig war, gell? Also da steht der Betrag nicht drinnen, oder doch? Gell? So um die $400, gell? Okay? Also 395 eine Schachtel voller Bauteile oder $100 mehr, um es schon zusammengebaut zu bekommen. Gell? Mhm. Arbeitsspeicher 256 Byte, gell? Nicht Kilobyte, Byte. Mhm. Auf jeden Fall, hier haben wir ein Betriebssystem laufen. Und das Betriebssystem, das hier läuft, ist eigentlich eine hybride Software. Und zwar ist das Altair Basic. Dieses Altair Basic ist dann irgendwo ein Basic-Interpreter, der geladen wird, wenn man die Maschine einschaltet. Gell? Und dieses Altair Basic, so da ist ein nettes Bild, wie das gespeichert war, auf einem Lochstreifen. Gell? Dieses Altair Basic, das hat die Microsoft entwickelt. Und und das war eigentlich der Anfang der Microsoft, gell, so als Basic-Interpreter-Entwickler. Und wenn man diese Maschinen da, diese ersten Maschinen eingeschalten hat, ist man irgendwo auf einem Basic-Interpreter gelandet und konnte man da vor allem ein bisschen programmieren, gell, und sonst eigentlich relativ wenig machen, gell. Aber, naja, es war der Beginn, gell. Mhm. Ja, und so hat man da eben dieses Altair Basic, gell, oder dann auf den ersten Apples, gell, dieses Apple Basic, gell, so eine ganz ähnliche Idee, gell. Und dann geht es eben bis 1981. Und 1981, gell, also da, genau, das ist der Apple One, gell, in dieser Holzkiste da, 1976, gell. Und dann 1981, gell, haben wir den ersten IBM PC, gell. Ja, ist etwas später gekommen, gell, hat ein Betriebssystem ausgeliefert, gell, sie nennen es PC-DOS, es ist aber eigentlich nichts anderes als das MS-DOS, gell, und dieses MS-DOS, gell, von der Microsoft für die IBM geliefert, sage ich, gell, nicht entwickelt, geliefert, gell, woher kommt es, das hat die Microsoft von einer anderen Firma gekauft, dieses Projekt, gell, und das soll $50.000 gekostet haben, gell, das war sicherlich eine sehr gute Investition und damit hat man also da IBM für ihren PC ein Betriebssystem geliefert und die IBM hat das als PC-DOS dann mit ihren IBM-PCs ausgeliefert, aber die Microsoft durfte es für alle anderen Produzenten von IBM-kompatiblen Geräten dann verkaufen, gell, und so hat man da zum einen diese Linie gehabt mit dem Vertrag mit der IBM und dann alle anderen und die Geschichte hat da Microsoft recht gegeben, alle anderen haben sehr viel mehr IBM-PCs verkauft als die IBM selbst, gell, und so ist die Microsoft eben dann groß geworden und hat also den Weg begangen, den sie eben begangen ist, gell. Mhm. Ja, später, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, ist dann Windows gekommen, gell, am Anfang noch relativ bescheiden, gell, ab Windows 3
so 1990, gell, ist dann effektiv wirklich populär geworden. Gell? Also die ersten Windows-Versionen, die waren noch ja, recht wenig verbreitet, hat man meistens noch auf DOS gesetzt, gell? Aber Windows 3 hat dann doch eine sehr große Verbreitung eben erfahren und dann sind eben weitere Windows-Versionen gekommen, gell? In den 90er Jahren, gell? 95, 98 und so weiter. Gell? Alle irgendwo noch DOS-basierend und erst dann mit Windows NT ist parallel dann die Version kommen eines kernelbasierten Betriebssystems, also eines ja, NT New Technology, gell, also eine neue Welt, nicht mehr die DOS-Welt, gell. Ja, Apple hat dieses Mac OS, gell, also schon ganz früh mal Mac OS und dann ist OS X gekommen und Mac OS heute ist eigentlich nichts anderes als OS X, das wir eben ein bisschen weiterentwickeln, gell, und ja, es gibt auch GNU-Linux-Systeme, gell? Also es gibt Linux-Systeme mit als Desktop-Lösung, gell? Und ja, was man hier eigentlich vergessen haben, es gibt das, was von Google kommt, gell? Also Chrome OS, gell? Es gibt Geräte mit diesen ja, mit diesem Betriebssystem, gell? Das so wie der Browser lautet, gell? Und dieses Betriebssystem hat eine doch sehr große Verbreitung in der Zwischenzeit, gell? Und ja, man findet es vor allem auf mobilen Geräten, also Laptops und so, gell? Aber es könnte durchaus sein, dass wir irgendwann mal auch ja, diesen Zusammenschluss bekommen, gell, zwischen ja, PC-Betriebssystem, Chrome OS und das, was wir als Android auf den mobilen Geräten finden, gell? Ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Das sind ein paar Lösungen für Personal Computer, gell? Es hat im Laufe der Geschichte noch andere gegeben, gell? Es hat mal ein, ja, wenn wir so wollen, ein Fork von Apple gegeben. Steve Jobs hat so die Next gegründet mit einem eigenen sehr, sehr schönen Betriebssystem, gell? Es hat aber dann, ja, schlussendlich, was ist übrig geblieben auf dem PC? Microsoft, Apple und wenig anderes, gell? Also ein bisschen Linux und sonst nicht viel. So. Und etwas, was wir sagen müssen, gell, es ist recht nicht immer so kernelbasiert gewesen, gell, nicht so streng, vor allem da am Anfang, gell, hat man da so ganz komische Geräte gehabt, gell. Dann mobile Geräte, gell, also eine Klasse von Geräten, die mit Betriebssystem eigentlich erst relativ spät dann entstanden sind, gell? Also man hat am Anfang so mobile Geräte gehabt mit zum Telefonieren und so und da ist nicht wirklich ein richtiges Betriebssystem drauf gewesen, gell? Und erst irgendwann mal sind richtige Betriebssysteme entstanden mit Eigenschaften, mit Apps und so weiter, gell? Also wir haben halt Programme, die wir dann Apps nennen, sind aber eben nur Programme, gell? Und da haben wir einmal diese ganze Welt von Apple, gell? Mit diesem iOS, gell, ab 2007 und zeitgleich startet dann auch diese Google-Lösung mit diesem Android, gell. Und ja, das war dann ja so 2008, gell. Und das sind heute die zwei beherrschenden Betriebssysteme im Bereich der mobilen Geräte, gell, alles was Smartphone, Tablet und so weiter ist, gell. Und ja, wir haben hier eine ganze Klasse von Betriebssystemen für mobile Geräte, gell? Also Android, iOS, gell? Es gibt auch Linux-Distributionen, gell? Das war etwas als ja, in den Jahren vor Android, gell? Aber eigentlich Android ist ja ein Linux-basiertes Betriebssystem und so ist alles weggefegt worden, gell? Okay, ja, dann kommen wir zu einer Klasse von Geräten, die nennen wir sie mal eingebettete Systeme, gell, wo also ein Rechner in einem Gerät sitzt, das irgendetwas tut. Gell. Und dort haben wir auch Betriebssysteme dafür, gell. Also Microsoft hat dieses Windows CE mal gehabt, gell. Und heute gibt es da auch
dieses Windows 10 for Internet of Things, gell, zum Beispiel, gell, also ein Betriebssystem für eingebettete Systeme, gell. Oft meint man unter eingebettete Systeme dann auch so Echtzeitsysteme, gell, oder eben Realtime-Systeme, und Linux hat hier eben eine sehr beherrschende Rolle, und da gibt es eben auch so dieses Realtime-Linux, gell, als proprietäre oder freie Lösung, gell. Und ja, die sind dann irgendwo eingebaut und müssen irgendwelche Aufgaben lösen, und es sind dann oft Geräte, die eigentlich nicht Computer sind, sondern die irgendetwas anderes machen, gell? Also zum Beispiel in, ja, in der Steuerungstechnik, in Roboter, gell? Oder in einem Auto, gell? Oder jemand hat eben im Fernseher, gell? Oder in einer Uhr und so weiter, gell? Also hier haben wir verschiedenste Geräte, gell? Und hier haben wir eben auch dann Betriebssysteme, die sind eigentlich den mobilen Betriebssystemen der mobilen Geräte sehr, sehr ähnlich, gell? Und ja, das sind so die Klassen, die wir vielleicht herausarbeiten wollen, wo wir Betriebssysteme treffen, gell? Also einmal die Klasse der Großrechner und Server, dann die Klasse der Personalcomputer und die Klasse der mobilen Geräte und der eingebetteten Systeme, gell? Okay, jo, bis zum nächsten Mal.